Hi Leute, heute wollen wir mal darauf schauen, wie wir jetzt wirklich im Monat August an unsere Dividenden gekommen sind. Wir haben hier schon den Graph für die einzelnen Monate im Jahr aufgerufen und wir sehen hier sogar schon, dass die ersten Unternehmen im Februar ihre Dividenden angekündigt haben und hier sehen wir ganz weit vorne dabei British American Tobacco mit über 2.000 €, auf die wir uns jetzt schon für Februar 2023 freuen können. Gut. Das Video soll darum gehen, wie wir im August oder in welcher Höhe wir im August an Dividenden bekommen haben. Wir sehen den Graph hier schon und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Die tatsächliche Zahlung war jetzt aber minimal anders und zwar über 9.000 €, konkret 9.000,46 €. Die Unternehmen fangen wir mal aufsteigend an. Realty Income hat ausgeschüttet mit 421,27 €. Das Ganze hatten wir im Juli noch höher, liegt eben an der Umstrukturierung, die wir hier hatten. Gut, als nächstes Main Street Capital mit 570 € und LC Properties mit 645 €. Die drei Unternehmen schütten uns jeden Monat eine Dividende aus. Das heißt, wir kriegen jeden Monat brutto über 1.500 €, zumindest knapp drüber. Und auch hier sehen wir schon Main Street Capital hatte im Vormonat noch höhere Dividenden und LTC Properties, da waren wir schon bei den 645 €. Gut, ganz unten Starbucks, das nächste Unternehmen, was bei uns auch im Plus datiert, mit 650 € und dann kommen wir schon an die vierstelligen Umsätze und da haben wir ganz vorne mit dabei AbbVie und British American Tobacco. AbbVie 1.179,26 €. Ist für uns ein sehr, sehr schöner Wert, den wir ja auch überlegen, nochmal nachzukaufen. Wir hatten ja AbbVie schon länger im Depot. Aber aktuell halten wir ja alle unsere Positionen. Wie ihr wisst, wir werden auch den nächsten Monatsrückblick und auch das Wochenrückblick für den Monat August machen, beziehungsweise die letzte Woche dann. Und da werden wir natürlich auch schon sehen, dass wir hier deutlich Verluste haben. Also schaut da gerne mal rein. Das sind schon sehr hohe Verluste und eben aufgrund der turbulenten Marktphase wollen wir hier jetzt auch nicht noch ins fallende Messer, wie es immer heißt, einsteigen oder eingreifen. Die letzte Dividende, da hatten wir es am Anfang schon kurz drüber, ist British American Tobacco mit noch 5.583 Euro, die wir hier bekommen haben. War eben vor der Umstrukturierung, war das Ex-Date, deswegen haben wir hier eine Dividende in voller Aktienhöhe für eben diese damaligen 250.000 Euro. Und im November und im Februar wird sich das Ganze eben reduzieren auf die Summe 2.200 € ungefähr. Genau. Somit hatten wir jetzt im August etwas mehr Dividenden als ursprünglich angekündigt, beziehungsweise als wir erwartet haben. Wie gesagt, 9.050 €. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben zwar etwas negativere Verhältnisse im Vergleich zum Juli, da gab es ein bisschen mehr Dividende, aber wie wir alle wissen, sind Dividenden nicht unbedingt immer konstant, beziehungsweise die Unternehmen, die in den einzelnen Monaten ausschütten, schütten nicht immer gleich aus. Und aufgrund dessen sind diese kleinen Treppen, die wir jetzt hier auch bei uns im Graph sehen, normal verschmerzbar, beziehungsweise was heißt verschmerzbar? Mit 9.000 € sind wir auf jeden Fall weiterhin optimistisch. Das Ganze sind nochmal zur Info Bruttodividenden, das heißt, hier geht die Steuerlast noch weg. Das heißt, ganz so schön, wie es hier scheint, ist es dann doch nicht. Aber auch von 9.000 € abzüglich Steuern kann man ja, schön mal auch einen Monat vom Leben. Wir reinvestieren die ganzen Dividenden, das habt ihr in der Vergangenheit ja auch schon gesehen. Und ja, gut, das denke ich, versteht sich von selbst. Im September gibt es wieder Dividenden. Wir können hier schon mal gucken, der Graph sieht schon höher aus, beziehungsweise hier gibt es sogar schon Unternehmen, die bezahlt haben. Darauf gucken wir im nächsten Video. Wir bedanken uns wieder fürs Freundezusehen, wünschen euch viel Erfolg und gute Nerven in der turbulenten Börsenzeit. Wir hoffen, dass ihr eure Dividenden aus solidem Werten bezieht und hier natürlich auch diese regelmäßig weiterbekommt und idealerweise auch investieren könnt. Bis dahin, zum nächsten Mal. Adios.